Viele Leute behaupten immer, der Remus hat ja nur Glück. Meine Antwort dazu? Je härter man arbeitet, desto mehr Glück hat man. Ich habe mich selbstständig gemacht in einer Zeit der Weltwirtschaftskrise 2009, als viele Firmen ihre Pforten geschlossen haben und Mitarbeiter quasi wegrationalisiert wurden. Ich habe Gas gegeben. Ich habe quasi Roulette gespielt, obwohl ich nie ein Casino von innen gesehen habe. Und Einstein hat einmal gesagt, wenn eine Idee am Anfang nicht total absurd und skurril klingt, dann ist für diese Idee kein Potenzial. Niemand hat damals an mich geglaubt, aber ich hatte ein Ziel vor Augen, ich habe Gas gegeben, mit voller Motivation, Dynamik und Power und bin jetzt glücklich, dass ich es getan habe und ich kann es nur jedem empfehlen. Es hat doch einen Grund, warum ich morgens früher aufstehe als alle anderen, härter arbeite und länger arbeite und der Erfolg kommt dann ganz gewiss. Am Anfang wird man belächelt, dann wird man bekämpft und dann wird man kopiert. Und auch das ist mir passiert. Am Anfang haben die Leute über meine Werbekampagne mit dem Pferd gelacht, haben sich lustig drüber gemacht und sich das Maul zerrissen. Aber Aufmerksamkeit ist wichtig. Wer nicht auffällt, der fällt weg. Plötzlich wurde man bekämpft. Die Konkurrenz ist quasi ausgeflippt, dass da so ein Jungspund seinen Weg geht. Und nun werden wir kopiert. Plötzlich werben viele andere Makler, so wie ich von Beginn an, mit ihren eigenen Gesichtern und viele andere Dinge, die ich mir damals habe einfallen lassen. Seit Gründung meiner Firma Marcel Remus Real Estate arbeite ich nach dem Motto der 5 A's. Alles anders als alle anderen. Das bedeutet, wir haben ein Designer-Office statt einem langweiligen Immobilienbüro. Wir haben ein Hochglanz-Lifestyle-Magazin statt einem langweiligen Immobilienkatalog. Wir bieten unseren Kunden Lifestyle-Events, Mr. Lifestyle Summer Party statt langweiligen Cocktailempfängen. Ich suche die Immobilien handverlesen aus und nehme nur das ins Portfolio, wo ich selbst auch einziehen würde. Mein Team, meine Franchise-Partner und ich stehen unseren Kunden und neuen Kontakten jederzeit gerne zur Verfügung.